Rare Perfection, 18 Jahre alte Bourbon, 43%. Was ist das? Japan. Schauen wir mal. Hi, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Und heute habe ich ein kleines Schätzchen. Rare Perfection, 18-year-old, 43% abgefüllt für den japanischen Markt. So, Rare Perfection, hat niemand was davon gehört? Ich vorher auch nicht. Allerdings, ich kenne etwas Namen Very Old Saint Nick. Wurde auch für den japanischen Markt damals abgefüllt. Und da hatte ich mir ein kleines Sämpelchen davon auch gehabt und war echt nett. Wenn man genau recherchiert, wer steckt hinter Rare Perfection? KBD. Kentucky Bottling Distillery. Willett. Ah, Willett. Ich war im Sommer bei Willett und das war echt cool zu sehen, wie sie alles so machen. Damals haben sie extra noch aufgekauft und dann wieder verkauft. Das heißt, fast alle ihre Rye, die sie da hatten, die 8, 9 Jahre alten Rye, waren alle von woanders her und die haben es einfach ihre Etikett drauf getan und wieder verkauft. Das gleiche gilt für Kentucky Vintage, das gleiche gilt für Noah's Mills, das gleiche gilt für den Rowan's Creek und so weiter. Das alles haben sie eingekauft, gesourced und dann wieder verkauft. Jetzt haben sie eine eigene Distillerie und langsam kommen sie hin, dass sie ein 3 Jahre alte Rye auf den Markt gebracht haben. Das allerdings mit 18 Jahren nicht. Es gibt eine Rare Perfection, 14 Jahre alte und 16 Jahre alte Rye. Und es gibt eine Rare Perfection, 12, 16, 18 und 25 Jahre alte Bourbon. In Japan damals nicht ganz so teuer, heute sind das irgendwie Sammlerstücke und man kann bis zu 1000 Euro ausgeben für eine 25 Jahre alte Rare Perfection. Also ich habe einfach mal durchgeschaut, was ich habe und dann, okay, Bourbon 18 Jahre alt, Rare Perfection 43%, ein bisschen dann bei Whiskey Base und dachte, oh, so, hat ein bisschen Zeit gegeben, dem Glas sich zu entfalten, zu lüften, zu atmen. Das riecht auch nach Willett. Und das Problem ist, Willett hat selbst nichts gemacht. Also ein 18 Jahre alte Willett ist was Feines. Ich habe sogar auch diese Nase hier, muss ich sagen, von dem, was damals diese alte Bourbons aus der 60er, 70er, 80er Jahren hatte. Ich klinge wie ein Radiosender. Da ist diese Hefe, nenne ich das immer noch, dieses ein bisschen hefiger, ein bisschen anders denn da. Oh, der ist eine schöne Sache. Also ich krieg sofort jetzt hier, ich bin in Weihnachtsstimmung. Ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelken, sehr, sehr viel Brown Sugar, also diese Molasses mit Zucker, diese Rohzucker zusammen. Wir gehen auch in Richtung Nuss, da kriege ich ein bisschen Pecan und auch noch natürlich Leder, also wow, da könnte ich ein bisschen länger hier bleiben und einfach sagen, da kriege ich einen Hauch vom Roggen da drin, ein bisschen Würzigkeit. Ich habe keine Ahnung, wie diese Mashbill ist, geben sie nicht bekannt. Also was sowieso eine besondere Abfüllung immer wieder für den japanischen Markt, wie der in mein Glas gelandet ist, bin ich auch nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das da aus Polen gekriegt von meinem Freund und der, wo er das her hat, weiß ich nicht. Ach, die Welt ist so verrückt manchmal. Wo, also Kentucky, Japan, Japan, irgendwie in Polen, Polen, irgendwie in Norddeutschland. Also Wahnsinn, wie das so manchmal ist. Diese Very Old Nick war der gleiche Geschichte im Grunde. Da war auch denn, dass der, das habe ich glaube ich sogar am 24. Dezember 2017 da veröffentlicht.
Das kommt auch dann aus Kentucky, ging nach Japan. Vom Japan ging es direkt dann nach Deutschland. Jemand war dann da und hat auch eine Flasche einfach mitgenommen. Und das war sehr, sehr, sehr selten und eine sehr interessante Sache. Ich habe solche hohe Erwartungen von meinem Very Old Saint Nick gehabt und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich habe hier null Erwartungen gehabt und jetzt bin ich hier absolut positiv eingestellt, war halt eben Whiskey Jason her. Sagt, oh, das wusste ich gar nicht, dass ich das habe. Oh, der ist gut. Der ist echt gut. Ist alt. Ist richtig alt. Au, am Ende. Ui, au. Rare Perfection, also seltene Perfektion. 18 Jahre alte Bourbon. Also ich würde so gerne vom Elijah Craig den 18 Jahre alte oder auch der 23 Jahre alte. Leute, ich will was haben. Ich habe ein paar sachhafte Andeutung gemacht, aber bisher hat mir das konkret niemand zu einem Preis angeboten. Ich weiß, ein paar Leute haben das hier in Deutschland. Hallo, habe ich noch nicht, würde ich gerne mal hier vor laufender Kamera auch verkosten. Oh, der ist gut. Also, noch einmal. So, man braucht kein Wasser, aber da ist schon ein bisschen mehr Hitze für 18 Jahre drin, als ich erwartet habe. Er ist nicht. Nicht, es stört gar nicht, aber der ist einfach dort und unterstützt tatkräftig diese Geschmackserlebnis. Ihr merkt, ich schwärme hier ein bisschen. Oh, der wirkt so alt. Der wirkt wirklich wie ein 18, wie ein 1980er Whisky. Und dann diese 18 Jahre, und der Holz ist nicht so stark. Also die haben das hier richtig mit Holzmanagement gut hingekriegt. Also da gönne ich mir noch etwas davon. Also die, glaube ich, werde ich hier behalten. Manches schnell eben weg, kann jemand anders trinken. Aber ab und zu mal finde ich eins, der sagt, da habe ich unten hier eine Stelle für meine Supremium Whiskys. Da ist mein Eagle Rare da unten, also 17 Jahre alt. Da ist mein, da war auch meine Noah's Mills da unten. Was habe ich noch da unten? Momentan habe ich meine Papi Van Winkle da alles unten. So, da habe ich hier auch noch eine. Ja, gut, das habe ich einfach extra denn da gehabt. Hier habe ich auch noch ein Old Rip Van Winkle. Meistens, was ich da unten habe, ist tatsächlich hier Papi. Ich greife noch ein letztes Mal, da habe ich noch irgendwas hier unten. Pikesville habe ich da unten. Ich glaube, ich habe auch Jack Daniels Rye auch da unten und so weiter. Ich habe so ungefähr 10, 20 kleine Sämpelchen, die ich noch ein bisschen mehr gönne und ab und zu mal sage, oh, heute ist so ein Tag, da möchte ich gerne mal was haben. Ich könnte natürlich hier auch was nehmen, aber ab und zu mal ist da was ganz, ganz Tolles dabei. Und dieses Ding hier, Rare Perfection, 18 Jahre alt, 43% kommt dazu. Wie ich sagte, der 25-Jährigen geht online auch oft für über 1000 Euro. Dieses habe ich gefunden für zwischen 200 und 600 Euro. Wahnsinn, ich wusste gar nicht, dass ich das hatte. Also kommt süß und gut rein. Ein bisschen Holz, ein bisschen komplex. Und dann kommt dieser Alkohol da rein und pusht alles ein bisschen weiter im Vordergrund. Und dann kommt dieses Holz und diese Karamell mit ein bisschen ein Gewürz vom Rye. Also mir kommt es vor, als es ein High-Rye Bourbon wäre. Diese Hefe ist die ganze Zeit auch mit dabei. Und dann am Ende ist dieser Abgang. Oh, der ist so gut. Wohlig, warm, rund, ein bisschen weihnachtlich, ein bisschen Zimt. Ich glaube hier von Scotch Universe heißt das. Es gibt diese Spezies 1. Und der war auch Lebkuchen. Und der ist nicht so schlimm, aber geht in diese Richtung. Eine richtig leckere Sache. Kann es sein, dass ich weiß, dass diese Species 1 von Scotch Universe tatsächlich vom Indiana kam. Die haben da irgendwas Tolles gemacht. Hat damals Willett
Beziehungen dahin gehabt und hat dann irgendwelche 18 Jahre alte Fässern mitgebracht. Wer weiß. Ich gebe den eindeutig ein 1-. Preis-Leistung, 200 bis 600 Euro, du Leute, also 4. Also geht gar nicht. Aber Rare Perfection, 18 Jahre alt, ist echt fast perfekt. Es ist richtig, richtig gut. Ich gebe den kein 1, sorry Leute. Mein 1- ist momentan da, wo ich bleibe und sage echt gut. Ich erwarte hier bei meinem Scotch, dass ich ab und zu mal eine 1 oder vielleicht eines Tages sogar ein 1+ gebe. Also wenn ich meinen Glenfarclas 40 Jahre alt noch mal ein Glas haben dürfte, würde ich den auch auf jeden Fall eine 1, wenn ich ein 1+ gebe. Da ist einfach eine ganz andere Kategorie. Das ist einfach mal Welten anders. Und der ist für einen Bourbon richtig, richtig, richtig gut. Und das muss ich einfach mal so sagen. Wow, schön, dass ich so einen Fund habe. Schön, dass ich mich darüber auch freuen darf. Und hoffentlich freut ihr euch mit mir auch. Okay, Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Rare Perfection, 18 Jahre alt, 1. Preis-Leistung, Hunderte von Euro dafür auszugeben in ihren Auktionen 4. So ist das. Liken, abonnieren und auch erzählen. Vielleicht unten, welche Überraschungswhisky habt ihr mal im Schrank gefunden? Wo sagt, oh, wo kommt das denn her? Oh, wusste ich gar nicht mehr. Oh, toll. Vielleicht gab es irgendwie einen Moment. Vielleicht hast du mal irgendeine Flasche gekauft, gerade eben Duty Free, kam nach Hause, im Stress alles auszupacken, Regal gepackt und irgendwie wandert er nach hinten und dann räumst du auf und sagst, oh, guck mal, ein Open 14, was ist das? Oder was auch immer. Okay, vielen Dank, dass du zuschaust. Bis morgen. Tschüss.